Ton passt. Jelson, zweiter Tag hier in Florida, wie geht's dir? Gut, cool, danke. Geht's mir gut. Und wir haben gute Bedingungen hier, gute Plätze. Und wir sind zufrieden, dass wir können endlich wieder arbeiten auf unsere Fitnesslevel, auf unsere Intensität im Training, auf unser Tempo. Wir könnten leider das nicht machen, umsetzen, weil mit so vielen Spielen, wir brauchen das. Wir müssen zurück in unsere DNA kommen, hart arbeiten, gegen den Ball, kompakt zu sein. Und das tut uns gut, wieder zusammen zu werden. Wie hast du denn die Pause genutzt über die Feiertage? Also die ersten Tage waren nicht einfach, weil von unserer Situation auf die Tabelle müssen wir auch klar sein, dass wir könnten ein paar mehr Punkte haben und mussten eigentlich. Aber dann habe ich genützt mit meiner Familie, ganz ruhig, und habe meinen Kopf vorbereitet, um alles zu geben in der Rückrunde. Wie ist denn die Atmosphäre aktuell im Team hier in den ersten Tagen in Florida? Die Atmosphäre war zwischen uns immer gut. Was wir müssen machen jetzt ist drauflegen, hart arbeiten, aber richtig hart arbeiten, weil niemand wird uns nichts schenken, das ist ganz klar. Ja, müssen wir genauso machen, hoffen, dass alle bleiben gesund. Das ist auch wichtig mit dieser Intensität, die wir bringen im Training. Und dann ja, das zurück auf die Basis, wie ich habe gesagt. Es ist nicht so, dass wir sind weit gekommen, aber wir müssen zurück auf Erfurt-Spur kommen. Abschließend, Jelson, Kevin hat gestern gesagt in der Presserunde im Interview, es ist gut, dass er zurückkommt, dass David zurückkommt, dass man dich auch als Führungsspieler im Team hat. Wie siehst du eure Rolle im Team? Ich glaube, eine große Rolle. Also, es gibt ein paar junge Spieler, wir müssen die führen. Natürlich, die Situation ist nicht so einfach. Wir müssen alle helfen und wir müssen auch uns selber unsere Leistung auch bringen und auf den Platz bringen. Das hilft dann als Mannschaft. Wir müssen uns auch konzentrieren. Es ist jetzt einfach Zeit, um zu arbeiten. Es ist, Worte bringen gar nichts. Und ich will, dass wir alle fokussiert sind auf unsere Aufgaben, die werden kommen.